wenn man mich mag und will, dass ich Ministerpräsident bleibe und die Grünen nicht mag, muss man sie diesmal halt trotzdem wählen. Linken wir, kämpfen wir, werben wir für eine bessere CDU-geführte Landesregierung in Baden-Württemberg. Überzeugen, überzeugen, kämpfen, kämpfen, das machen wir. Und dann werden wir an dem Wahltag deutlich besser dastehen als jetzt in den Umfragen. Insofern ist es teilweise auch so, dass Wahlkampf nicht nur Sinn, sondern auch Spaß macht. Die vier Parteien im Landtag auf Stimmenfang. Vier Spitzenkandidaten. Ein Tag im Wahlkampf. Ich freue mich jeden Morgen, wenn ich aufstehe, in den Kalender schaue und mir bewusst wird, heute begegne ich wieder vielen fröhlichen Menschen. Und das habe ich mir auch vorgenommen. Guten Morgen, Guido. Servus. Guido Wolf, Spitzenkandidat der CDU am Wahlstand in Freiburg am Münster. Es ist windig und kalt. Kampf um jede Stimme. Und am 13. März gehen Sie wählen, oder? Ja, nein. Nicht? Nein. Machen Sie Briefwahl, oder? Immer vorher alles erledigen. Ein Wahlkämpfer muss viel ertragen. Auch Fragen der ZDF-Heute-Show. Färben Sie sich die Haare? Ich färbe nicht, ich renaturiere. Ich bin ein ausgesprochen ökologischer Mensch. Ja. Guido Wolf muss kämpfen gegen schlechte Umfragewerte. Zum ersten Mal liegen die Grünen vorne. Einzug des ersten grünen Ministerpräsidenten, Winfried Kretschmann. Die Leute stehen, alle Plätze belegt. Die kleine Festhalle ist voll. Lang anhaltender Applaus. Seine Rede beginnt eher staatsmännisch. Das Scheitern Europas wäre eine Katastrophe, sagt er. Dann warnt er vor der AfD. Das, was die propagieren, dieser Nationalismus bis hin zum Rechtsradikalismus. Meine Damen und Herren, solche Leute haben nur Unglück über die Völker gebracht. Zwischenrufe, auch beim Stichwort Flüchtlinge. Also haben wir gesagt, wir machen jetzt eine bargeldlose Zahlung. Ja, der bekommt eine Karte, da sind die 140 Euro drauf und dann kann er mit denen einkaufen. Ja, dann. Was wollen Sie sagen? Das Bargeld wird abgeschafft. Dann schaffen wir es also ab, ja, indem wir eine bargeldlose Karte einführen. Ich erkläre es Ihnen ja gerade. Jetzt hören Sie halt einmal zu. Der Zwischenrufer dreht sich um und geht. Seinen politischen Gegner, die CDU, greift Winfried Kretschmann kaum an. Den Vorwurf, Bayern gebe mehr Geld für den Ausbau des Breitbandnetzes aus als Baden-Württemberg, nutzt Winfried Kretschmann als Steilvorlage. Guido Wolf nennt er nie beim Namen. Jetzt sagt mein Herausforderer immer, die Bayern geben aber 1,5 Milliarden aus. Das muss ich natürlich noch mal erklären. Erstmal ist natürlich Bayern doppelt so groß. Also erfordert die Geografie, dass du halt mehr Leitung legen musst. Ja? Das ist halt so, es kostet halt mehr. Ja? Zweitens, sie waren halt hinten dran. Ja? Nach einer halben Stunde ist sein Auftritt zu Ende. Sind das die letzten Autogramme als Ministerpräsident? Werben um jede Wählerstimme, um fast jede. Bei überzeugten AfD-Mitgliedern sieht er keine Chance. Also die Kernwählerschaft derer, die ist Argumenten in der Tat nicht zugänglich. Habe er heute gemerkt bei dem Zwischenrufer. Er will ja gar nicht hören, was man antwortet. Was wir verhindern müssen, ist, dass es sich in die Mitte der Gesellschaft sozusagen vorfrisst und vorarbeitet. Wahlkampf im Stundentakt. Die Tage, die Orte verschwimmen. Jetzt haben Sie einen langen Tag vor sich, oder? Ja, jeden Tag. Nils Schmieds Tag beginnt in Filderstadt. Der SPD-Spitzenkandidat muss ums politische Überleben kämpfen. Begegnung mit SPD-Arbeitsministerin Nahles. Sie hat gute Zahlen dabei. Sehr gerne, sehr gerne. Du hast gute Arbeitsmarktzahlen mitgebracht. Ja, habe ich. Bestens. Es ist jedes Mal unglaublich eigentlich, wenn man das sich anguckt. Gerade bei euch hier, Eulen nach Athen tragen. Ne? Eulen nach Athen tragen.
Gute Zahlen, aber die SPD profitiert nicht davon. Arbeitnehmerinnentag in der Filderhalle. Ich will fürs Land festhalten, dass es die SPD war, die den ersten Armuts- und Reichtumsbericht in Baden-Württemberg durchgesetzt hat. Weil uns es wichtig war, gerade in diesem löwenstarken Land Baden-Württemberg deutlich zu machen, dass es natürlich auch Unterschiede in den Einkommens- und Vermögensverhältnissen gibt und dass wir darüber nachdenken müssen, wie können wir dem begegnen. Nils Schmidt, wie immer nüchtern, immer sachlich. Kritiker werfen ihm vor, er sei blass. Schnell etwas essen. Wann er das nächste Mal etwas bekommt, weiß er nicht. Er brauche was im Magen, sonst bekomme er schlechte Laune, sagt er. Weiter geht's zum schwarz lackierten Wahlkampfbus. Warum ist das so schwarz? Ja, weil dadurch das Rot besser zur Geltung kommt. Doch wie das Rot auch beim Wähler besser zur Geltung bringen? Die Umfragewerte schwanken zwischen 13% und 15%. Für die SPD eine Katastrophe. Ich sehe das als Ansporn und ich weiß, dass Wahlkampf bedeutet Mobilisierung. Gerade für die SPD bedeutet es, bis zum letzten Tag zu mobilisieren. Und dann werden wir sicher mehr bekommen als 15%. Guido Wolf im historischen Kaufhaus in Freiburg. 70-Jahr-Feier CDU Südbaden. In der Partei brodelt es. 30% in Umfragen, das schmerzt. Guido Wolf unter Parteifreunden. Man habe ihm so viele Minuten Redezeit gegeben, wie er in Jahren gerechnet gedenke, Ministerpräsident zu sein. Und da kann ich Sie bitten, sich jetzt erstmal gemütlich auf Ihren Plätzen einzurichten. Es wird etwas länger dauern, meine Damen und Herren. Und dann berichtet Guido Wolf von seiner Mutter. Sie habe ihn davor gewarnt, Politiker zu werden. Heute Hosianna und vielleicht morgen schon kreuziget ihn. Das muss jedem Politiker immer bewusst sein. Das ist Politik, aber wir machen Politik aus Leidenschaft. Und ich wünsche mir, dass Sie alle mich aus Ihrer persönlichen Motivation heraus mit Ihrem Herzblut auf diesem Weg unterstützen. Glück auf, CDU Südbaden, Glück auf, CDU Baden-Württemberg. Herzlichen Dank. Lang anhaltender Applaus, trotzige Aufmunterung. Zeit für Gespräche bleibt nicht. Guido Wolf muss weiter. Fünfmal die Woche. Gegen 7.30 Uhr. Hans-Ulrich Rülke joggt. 11,5 Kilometer in 55 Minuten. Darauf ist der FDP-Spitzenkandidat stolz. Hier löst er sich von Sorgen und Problemen. Hier kommt er auf gute Gedanken. Ich habe, bilde ich mir zumindest ein, die besten Ideen beim Laufen. Meine Frau sitzt dann meistens am Frühstückstisch. Wenn ich zurückkomme, liest die Zeitung. Und hat sich in der Anfangszeit gewundert, dass ich dann gleich einen Zettel und einen Stift noch schweißnass suche, um diese Gedanken aufzuschreiben, weil sonst besteht die Gefahr, dass man es wieder vergisst. 14 Stunden Wahlkampf hat er jetzt vor sich. Sein erster Termin, Hintergrundgespräch bei der Ludwigsburger Kreiszeitung. Kamera unerwünscht. Nach einer Stunde geht's weiter. 8% für die FDP könnten drin sein. Er spürt Rückenwind. Also man muss natürlich das Ganze mit einer gewissen Freude und einer gewissen Motivation machen. Und mir hilft natürlich auch der Eindruck, dass es mit der FDP langsam aber stetig bergauf geht. Das ist schon ein Jungbrunnen, aus dem man dann immer wieder Regeneration zieht. Nächster Termin. Sein Büro im Haus der Abgeordneten. Junge Liberale helfen ihm beim Chatten mit interessierten Wählern. Frag Rülke. Also, was sind die drei größten Unterschiede zwischen Ihnen und Guido Wolf? Ich in der CDU, ich in der FDP. Ich mache selten Reime auf meinen Namen. Und mein Brillenrand ist etwas schmaler. Nachmittagstermine. Lieber Wilfried, sehr schön, dass du nach Kirchheim unter Teck kommst, mich besuchst. Es ist mir eine große Ehre. Ja, wir gehen vorne in die Sonne und
wärmen uns da ein bisschen auf. Willkommen, schön, dass du da bist. Andreas Schwarz, grüner Landtagsabgeordneter. Eine halbe Stunde Zeit für das Bad in der Menge. Darf man auch was wünschen? Ja. Sie dürfen auch was. Ja. Ich wünsche Ihnen viel Gelassenheit für die nächsten 2 Wochen. Ja, danke, ist ein guter Wunsch. Wahlkampf in der Fußgängerzone. Auch die anderen Parteien sind unterwegs. Ein kurzer Plausch mit dem CDU-Landtagsabgeordneten Karl Zimmermann. Ja. Also, Sie haben ja heute bestimmt noch einen Termin außerhalb, oder? Ja, ja, ich bin jetzt hier in Kirchheim, haben wir eine Veranstaltung, dann in Ulm und in Göbling. Ja. Gut. Da haben wir Elektroauto, der da aber nicht lange. Also, Erfolg kann ich leider nicht wünschen. Ja, ich auch nicht. Aber sonst alles gut. Ja, Hauptsache, wir haben Platz 1. Platz 1 für die CDU. Früher war das selbstverständlich. Aber jetzt? Guido Wolf, wie so oft zu spät. Herzlich willkommen. Macht man normal nicht als Baden-Württemberger, den bayerischen Ministerpräsidenten warten lassen. Aber ich war sowieso zu früh dran, weil ich noch ein Interview gegeben habe. Und da musste ich mich ja anstrengen. Und gut über mich sprechen. Das war nicht die Anstrengung. Der Wirtschaftsrat der CDU Baden-Württemberg hat Horst Seehofer zum Neujahrsempfang eingeladen. Guido Wolf in der Zwickmühle zwischen Seehofer und Merkel. Wird er zerrieben? Wo steht er? Man hat ja in der Diskussion dieser Tage gelegentlich den Eindruck, München und Berlin, da ist die Distanz der Kommunikation etwas größer geworden. Vielleicht können wir aus Baden-Württemberg heraus einen Beitrag leisten, dass eine Brücke geschlagen wird. Die Menschen erwarten von uns, dass wir uns in dieser historischen Herausforderung der Flüchtlingswelle nicht auseinanderdividieren, sondern gemeinsam mit einer Zunge sprechen. Ich will, dass wir in Baden-Württemberg wieder Lust auf Zukunft haben, meine Damen und Herren. Zeit zum Entspannen bleibt ihm kaum. Mal putzen ein bisschen. Wenn er es einrichten kann, dann steigt Guido Wolf aufs Pferd. Seit 16 Jahren reitet er den Wallach Valesco. Es ist die Nähe zum Tier. Das Pferd ist etwas Wunderbares. Für mich hat es etwas Erholsames. Pferde zu pflegen, mit ihnen auszureiten, diese Tiere auch zu erspüren, mir tut's gut. Das Pferd gehört ihm nicht. Er leiht es sich für gelegentliche Ausritte. Prima, jetzt haben wir schon den Sattel drauf, gell? Wunderbar, jetzt geht's gleich los. Zum Beispiel jedes Jahr zu Ostern. Da ist der Katholik hoch zu Ross beim Blutritt dabei, der Pferdeprozession in Weingarten. Im Schritt unterwegs. Wird er an der nächsten Prozession als Ministerpräsident teilnehmen? Der Wirtschaftsminister bei Elsner Elektronik. Routinebesuch. Ich bin jetzt im Köln. Ja. Dann sind Sie schon bei Elsner. Bei Elsner 15 Jahre. 15 Jahre? Ja, aber in Produktion nur 3 Jahre. Okay, dann alles Gute, gell? Ja. Nils Schmid steht unter Druck. Er habe Nerven wie Eiswasser, sagt er. Doch auch er weiß, bleibt die SPD bei 15%, ist seine politische Karriere in Gefahr. Politiker im Dauerstress. Hans-Ulrich Rülke soll ein Statement vor der Kamera abgeben. Da darf man auch keinen Kuhhandel machen. Viel Zeit für Vorbereitung hat er nicht. Kritik an einem Vorschlag des Ministerpräsidenten. Es geht um sichere Herkunftsländer. Dann hilft es auch nichts, einen Kuhhandel zu machen, um es dann quasi auf Umwegen zu einem sicheren Herkunftsland zu erklären. 5 Minuten später die letzte Fraktionssitzung der FDP im Landtag vor der Wahl. Abgeordnete und Mitarbeiter kommen zusammen. Die Stimmung ist gelassen. Wenn die Umfragen stimmen, wird ihr politisches Leben weitergehen. Die letzten Geburtstagsgrüße. Und der Herr Strasser war sozusagen der Letzte. Hans-Ulrich Rülke arbeitet an seinem Image.
Weicher, sympathischer will er rüberkommen, den Spitznamen Brülke vergessen machen. Da muss man halt dann jemanden suchen, der das macht, weil ich bin, glaube ich, verplant. Winfried Kretschmann in Kirchheim-Tech. Auch hier der Saal bis auf den letzten Platz gefüllt. Heiß, ich muss mich kurz fassen, wenn die Leute alle stehen. Also, die wollen dich ja schon hören. Also, aber nicht länger wie eine halbe Stunde ist gut. Kretschmann warnt vor dem drohenden Zerfall Europas und lobt die Kanzlerin. Ja, und das ist das, was mich außerordentlich umtreibt. Wie schaffen wir es, die Krise europäisch zu lösen? Und mein Herausforderer verspottet mich ja gern als Kanzlerin-Versteher. Ich wundere mich jetzt etwas, ich meine, es ist ja schließlich die Kanzlerin aus seiner Partei. Dann spricht er über die große Herausforderung. Gerade als Grüner, Ökologie und Ökonomie in einer Balance zu halten. Sie sehen schon aus dem bisher Gesagten, passt eigentlich ein grüner Ministerpräsident gut zu Baden-Württemberg. Seine Redezeit hält er ein. Seine Art kommt an. Ein konservativer Grüner. Noch ein kleiner Happen, ein paar Fotos. Liebe, ich finde es ganz toll, was Sie machen. Ja, darf ich mit Ihnen filtern? Ja, geduldig lässt er alles über sich ergehen. Das Zugpferd der Grünen. Pressegespräch mit Chefredakteuren, vor allem von regionalen Zeitungen. Eine Stunde für Hans-Ulrich Rülke. Die Journalisten haben alle Spitzenkandidaten von Baden-Württemberg eingeladen. Berliner Kreis nennt sich die Runde, Zeitungen aus ganz Deutschland. Das erste Thema, Flüchtlinge. Was sagen Sie den Leuten zum Thema Flüchtlinge? Ich sage den Leuten, dass die FDP versucht, einen vernünftigen Mittelkurs zwischen der, wie ich es formuliere, naiven Einladungspolitik der Kanzlerin und den dumpfen Parolen der Rechtsradikalen zu fahren. Guido Wolf in Bad Wildbad, von Fellbach hierher gehetzt. Bei Nieselregen und Schneeschauern. 600 Kilometer wird er heute zurücklegen. Säle erobern nennt er das. Auch er spricht über Ängste vor einer drohenden Islamisierung. Da überzieht er gerne. Wenn in unseren kirchlichen Kindergärten St. Martinus-Feste zunehmend zu Sonne, Mond und Laternenfesten gemacht werden, aus falsch verstandener Toleranz gegenüber muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, dann ist es falsch verstandene Toleranz. Und ich möchte dringend appellieren, die eigenen christlichen Traditionen und Werte bewusster zu leben. Das muss die Antwort sein in dieser Situation. Und zwischendurch blitzt sein Humor auf, als jemand die Blumenvase vom Tisch nimmt. Ich habe euch bislang ganz gern durch die Blume zu Ihnen gesprochen. Aber wir können es auch im direkten Gespräch machen. So, und jetzt kämpfen wir. Lassen Sie sich da nicht verunsichern durch irgendwelche Zahlen. Ich finde es immer bemerkenswert, wie Umfrageinstitute eigentlich den eigentlichen Wahltag schon vorwegnehmen wollen. Eigentlich brauchen sie gar nicht mehr wählen. Die Institute haben alles schon geregelt. Nee. Kämpfen wir, werben wir für eine bessere CDU-geführte Landesregierung in Baden-Württemberg ab 13. März. Glück auf für unser gemeinsames Projekt. Herzlichen Dank. Ein Heimspiel. Lob für seine Rede. Eine ansprechende Rede. Jawohl, das hat mich, habe ich Sie erreicht. Ja, doch. Doch dann. Ein ehemaliger CDU-Wähler sorgt sich um die Zukunft seines Enkels. Den Kurs von Angela Merkel lehnt er ab. Das ist etwas, was die Leute umtreibt. Ja, ich habe ja, versucht, das in ein paar Punkte anzusprechen. Sie sind ja da nicht allein in dieser Sorge. Viel Zeit zum Diskutieren hat Guido Wolf nicht. Je größer der Druck, desto gelassener werde er, sagt Guido Wolf. Die Stimmung im Wahlkampf sei gut. Abgerechnet wird am Schluss, am 13. März. Auszeit. Das ist für Nils Schmid zum Beispiel ein Besuch in der Staatsgalerie in Stuttgart. Die Ausstellung Poesie der Farben. Nils Schmid geht gerne in Museen und Galerien. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Tapetenwechsel. Man sieht einfach andere Sachen. Man kann sich entspannen. Man kann, ich finde, auch Kunst genießen. Aber das Entscheidende ist einfach, dass man mal in eine andere Welt eintauchen kann. Und das braucht man hin und wieder zur Abwechslung.
Nils Schmid würde gerne mit den Grünen weiterregieren. Tea-Talk in Ettlingen. Sozialdemokraten unter sich. Also wer macht das Foto? Ich mache das Foto. Also, komm. Der Zufall will es, dass ich dieses Jahr 25 Jahre in der SPD bin. Ja, das machen wir jetzt heute in Ettlingen, ja. Mein Ortsverein mich ehrt, ja. Er sollte es nicht vergessen. Ja. Das werde ich jetzt, ich sage nichts, bin mal gespannt. Nils Schmid hält keine Wahlkampfrede. Die Besucher können schriftlich Fragen stellen, die er beantwortet. Poltern liegt ihm nicht. Ein Thema treibt ihn um, die AfD. Bei der Frage, wie geht man mit Flüchtlingen um und wie greift man die Ängste auf, ist genauso wichtig, dass es eine Grenze gibt. Und die Grenze heißt, anständige Leute wählen keine Rassisten. So einfach ist es. Beim Tea Talk gibt's nur Tee. Der Teeliebhaber Nils Schmid sorgt sich auch um die Kaffeetrinker. Die Leute fühlen sich bevormundet. Aber du trinkst gerne Tee. Deswegen ja, ich trinke gerne. Ja, man kann ja nicht alles nach mir umsetzen. Aber man hätte gerne Kaffee raus. Ja, das ja. Ist kein Problem. Ja, das nächste Mal, je nach Ort, müssen wir das berücksichtigen. Wir haben auch Orte, wo es Kaffee gibt. Wie ich beruhige, weil sonst die Leute denken, was ist das vor allem? Was er für einer ist, das will er den Leuten im direkten Kontakt zeigen. Winfried Kretschmann in Ulm. Diesmal hält er keine Rede. Ein Talk am Nachmittag. Der Ministerpräsident plaudert aus dem Nähkästchen. Das dickste Brett war die Windkraft. Da ist wirklich 4 Jahre nichts passiert. Ja? Der Spott der Opposition wurde immer größer. Und nach einem Jahr habe ich mal die zuständigen Minister zusammengerufen, gefragt, was los ist. Nach dem zweiten Jahr nochmal, da bin ich schon ziemlich laut geworden. Und am dritten Jahr habe ich dann rumgetobt. Und es hat nichts genützt. Erst im letzten Jahr ist ja der Knoten geplatzt. Ja. Jetzt sind 120 Anlagen im Bau. Aufbruch zum letzten Termin. Die Kraft für diese Strapazen, die hole er aus der Verantwortung für das Amt, sagt er. Zum Erholen bleibe ihm nur noch der Schlaf. Wir sehen uns. Zeit zum Wandern hat er während des Wahlkampfs nicht. Ja, Wandern ist wirklich eine gute Form, um nachzudenken. Aber um den Kopf frei zu bekommen, gehe ich lieber ans Heimwerken. Beim Wandern, das ist ja eher eine Tätigkeit, wo man bleibt in Gedanken bei dem, was einem umtreibt, aber eben in lockerer Form. Die Abendtermine. Zwischenstopp in Pforzheim-Würm, im Café des örtlichen Bäckers. Nils Schmid testet Berliner. Also, Sie können es. Sehr fein. Sehr fein. Dann Aufbruch zum Wahlkampf an der Haustüre. Rosen verteilen. Kugelschreiber. Leider noch nicht die offiziellen, die sind noch nicht da. Ach so, welche habt ihr? Wir haben dann so. Ann-Kathrin, genau. Okay, sehr gut. Diesmal wirbt er für Ann-Kathrin Wulff, eine junge Kandidatin. Wir werden natürlich die Ann-Kathrin hier einführen. Ja, ist bekannt. Wir werden gerne unterstützen. Ja, das freut mich sehr. Vor allem weitersagen. Wir natürlich. Ja, Plakate stehen schon. Genau. Haben schon gesehen. Ja. Guten Abend, hier ist Nils Schmid von der SPD und die Ann-Kathrin Wulff. Wir wollen guten Abend sagen. Dürfen wir kurz hochkommen? Eine rote Rose von der SPD. Mhm. Und wählen gehen nicht vergessen, denn ja. Am 13. März, da geht's um was, ne? Ja. Wirtschaftsgespräch in Ettlingen vor gut 30 Leuten. Basisarbeit. Verteilen, verteilen, verteilen. Das würden die anderen Parteien mit Steuereinnahmen machen. Und was fehlt, ist eine politische Kraft, die sich darüber im Klaren ist, dass das, was Politiker verteilen, zunächst mal vom Mittelstand und seinen Mitarbeitern erwirtschaftet werden muss. Fast ist es geschafft. Ein kleiner Umtrunk soll den Abend noch abschließen. Nichts ist gerichtet. Hans-Ulrich Rülke muss selbst Hand anlegen. Noch ein paar kurze Gespräche, dann ist der Tag für ihn vorbei. Gegen 22.30 Uhr wird er zu Hause sein. Seine Frau warte noch auf ihn. Ein letzter Gedankenaustausch. Morgen geht's weiter.
im gleichen Tempo. Noch 1,5 Stunden, dann ist auch sein Wahlkampftag zu Ende. Nils Schmid wirkt immer noch aufgeräumt und ein bisschen müde. Auch hier keine Rede. Auch hier Antworten auf schriftliche Fragen. Er will den frustrierten SPD-Anhängern Mut machen. Ich finde, dass wir ein bärenstarkes, löwenstarkes Land sind und dass wir deshalb auch mit einem gerüttelt Maß an Selbstbewusstsein und mit einer breiten Brust diese Debatten führen sollten. Nicht verängstigt. Dienstschluss 22 Uhr. In einer Stunde wird er zu Hause in Reutlingen ankommen. Seine kleine Tochter liegt da schon lange im Bett. Es ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, dass die CDU gerade den enttäuschten CDU-Sympathisanten und Anhängern vermittelt, dass, wenn sie jetzt AfD wählen, eigentlich ihre Stimme verloren gegangen ist. Ja? Und Talk in Tuttlingen. Guido Wolf kennt hier die meisten. Ein Abendtermin unter Freunden und guten Bekannten. Kennen Sie ein Gesicht der AfD in dieser Region? Ich kenne keines, außer aus den Medien. Die sind nicht präsent. Wir müssen diese Leute zwingen, Gesicht zu zeigen. Die haben in ihren Programmen nicht nur rechtspopulistische Thesen, sie haben auch rechtsradikale Thesen. Mit diesen Menschen 1,5 Stunden lang beantwortet er geduldig alle Fragen. Und dann sind Sie an der Reihe. Guido Wolf, Politiker vom Lande oder uneingeschränkt großstadttauglich? Ich bin ein Stadt-Land-Mensch. Mich kann man überall brauchen. Woher er die Kraft für diese langen Wahltage nimmt, das wundere ihn selbst, sagt Guido Wolf. Wie sehr ihn die schlechten Umfrageergebnisse treffen, will er nicht zeigen. Ach, Sie erleben mich in einer Verfassung, die nicht unbedingt darauf hindeutet, dass mir mein Beruf nicht Spaß macht. Noch nicht einmal mitten im Wahlkampf. Ich mache das schon mit großer Leidenschaft, aber dann irgendwann mal ein Ziel erreicht zu haben und zu erkennen, es hat sich gelohnt und jetzt kommt was Neues. Nämlich die Funktion des Ministerpräsidenten. Jetzt geht es darum, für Baden-Württemberg eine andere Politik zu machen. Darauf freue ich mich natürlich, dafür kämpfe ich, darum werbe ich mich und darum werbe ich und auf diesen Tag freue ich mich natürlich auch. Noch 10 Minuten bis zum nächsten Auftritt. Schnell noch einen Zwiebelrostbraten. Kaum Zeit zum Durchschnaufen. Winfried Kretschmann ist ständig gefragt. Ein Interview jagt das nächste. Hey, kommen Sie bitte, machen wir das ganz schnell jetzt hier. Herr Kretschmann, hallo, Armand von Energy. Sie wissen schon Bescheid? Sie wollen ein Interview. Aber wie genau? Es gibt 5 Fragen. Und wir würden Winfried Kretschmann spielt mit, auch wenn er ein bisschen genervt ist. Dann geht's in den vollbesetzten Württembergsaal in der Böblinger Kongresshalle. Eine Talkrunde mit der grünen Landesvorsitzenden Thekla Walker. Ein Thema, zukunftsorientierte grüne Technologien. Wenn ich auf eine Messe heute gehe, jeder will mir zeigen, wie grün er ist. Ja? Das ist dann hier erstmal nett. Ja? Aber dazu muss man ja schon was haben, sonst kann man ja dem grünen MP nichts zeigen. Und das machen die ja nun nicht nur, um nett zu mir zu sein, sondern das machen sie, weil sie wissen, nur so geht's in Zukunft weiter. Das will er vorantreiben. Das sei eine der wichtigsten Aufgaben der Grünen in der Regierung. Dann ist auch sein Wahlkampftag nach 14 Stunden zu Ende. Ein paar Autogramme noch und die Hoffnung, dieses Leben noch 5 weitere Jahre führen zu können. Seine Sympathiewerte sind hoch, doch zum Weiterregieren könnte es nicht reichen. Wie groß ist Ihre Hoffnung, Ministerpräsident zu bleiben? Alles schon ganz gut, ja. Bin da zuversichtlich.